Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von God of War auf God of War mit God of War, wollte ich gerade sagen, mit von Lü her, Gameblazer als Hobby. Ja, ich heiße euch herzlich willkommen, mir dabei zuzusehen, wie ich hier zigfach sterben werde. Und ja, das sagt ja eigentlich schon alles aus. Wir fangen mal an, weiter zu sterben. Mal gucken, ob wir es jemals irgendwann mal schaffen. Wenn nicht, muss ich das Spiel wohl doch von vorne anfangen. Und dann wenigstens auch schwer. Wenn ich mir so überlege, was dann noch als Gegner kommen. Oh, raus hier aus der Ecke. Was? Wieso? Nein, es darf doch nicht wahr sein. Kampf Nummer 1 verloren in dieser Aufnahme. Ich werde doch zum God of War. Meine Fresse, nee. Es ist einfach heftig, dass direkt am Anfang so viele Gegner kommen. Nein! Ich hole mir mal das Leben. Ach ja, komm. Stirb! Noch mehr. Ich bin fast tot, Mensch. Oh, na super. Einer, der sich weiterentwickelt hat. Jawohl.
Ich werde zum God of War. Gib mir Leben. Draugr. Draugr kämpft mit gefährlichen Waffen, aber sie gehen nicht sehr gekonnt mit ihnen um. Nicht so wie Vater mit seiner Axt. Wenn wir auf ihre Bewegung achten, können wir leichter ausweichen und blocken. Hm. Leben, ich brauche Leben. Nix Leben. Guck mal, hier können wir auch rein. Wo sind wir hier? Was gibt es hier? Eine Truhe. Nein. Ah. Ich kann nicht raus. Geil. Nein. Da lasse ich einmal das Schild liegen und dann sowas. Also ich muss diesen Level 2 ja zuerst platt kriegen, weil der 1er, der geht natürlich leichter. Ist klar. Das ging jetzt wieder schnell. Oh. Das geht doch jetzt so gut. Also ich habe gemerkt, wenn ich den Level 2er die ganze Zeit mit den Schnellattacken mache, da macht er nichts. Da kommt zumindest nichts dazu. Das ist gut zu wissen. Nein! Oh, das darf doch nicht wahr sein! Diese Lenkung geht mir so im Sack. Und noch ein Wolf. Ja, was soll denn der Mist? Ah, oh, das gibt's ja wohl nicht. Aber nur mit zwei Wölfe. Es waren auch nur zwei Wölfe. Warum kommt da dann noch so ein Penner? Ich hab schon gedacht, unter der Brücke wäre ein Troll. Du bist noch nicht bereit für Trolle, Junge. Ich weiß, ich wollte... Wölfe jagen normalerweise ihre Huten und versuchen, ihre Beute einzugreifen. Vater, ich sollte versuchen, sie vor sich zu halten, damit ich ihre Aufmerksamkeit erregen kann. Aha. Hey, 360 ja, Erfahrungspunkte. Artefakt sei komplett. Habe ich nicht gesehen, was das war. Da. Ach, irgendwie so ein Krieger. Okay. Cool, cool. Hacksilber. Und ein bisschen Leben. Sehr schön, das können wir echt gebrauchen. Und da haben wir unsere Truhe. Da ist bestimmt auch nur Hacksilber drin, aber immerhin etwas. ...731 Hacksilber. Können wir eigentlich schon irgendetwas verbessern? Was ist das hier eigentlich? Ein grober hölzerner Axtgriff. Bringt mir gar nichts.
Fähigkeiten. Das habe ich schon, oder? Drückst mir aber ziehen R2, um einen starken Angriff auszuführen. Der kleine Gegner für kurze Zeit einfriert. Ja gut, das kennen wir schon. Genau, das haben wir wohl. Das können wir lernen, aber da fehlen uns noch Erfahrungspunkte. Gut, dann können wir wohl nichts weitermachen. Weiter geht's. Aber wie man sieht, komme ich so langsam in Übung und in Fahrt. Es funktioniert. Kann ich da nicht durchkrabbeln? Irgendwie muss das Tor aufgehen. Ja, ich weiß leider auch schon wie. Aber ich will hier erstmal reingucken, aber ich... Doch, da ist eine Truhe. Ist das auch ein Tor? Geht es auch auf? Wie geht das Tor auf? Nee, so geht es nicht auf. Noch mehr Hacksilber. Ich müsste bestimmt an dieser Kette da ziehen, die da dran hängt, aber... Ich kann da nichts dran machen. Denke ich jedenfalls. Du hast es festgefroren. Sehr gut. Ach, das so, geht so auch so auf. Ja, cool. Her mit den Hacksilber. So, das war's hier dann wohl. Was ist das? Achso, falls ich das Tor zumache aus Versehen, dann kann ich es so wieder aufmachen. Gut, gut. Also. Toll! Sehr toll. Da ist noch eine Truhe. Und noch mehr Hacksilber. Ich glaube, wir müssen hier lang. Schön, dass du das glaubst, aber ich guck mich wie immer erstmal rum. Sag deinem Vater nicht, wo wir hin müssen. Leben ist voll. Okay, brauche ich nicht. Guck an, noch eine Truhe. Ich glaube, hier kann ich noch nichts machen. Dazu muss der Atreus, glaube ich, erstmal Pfeile schießen können. Wo geht's denn hier hin? Was ist denn hier oben? Da kam ich her. Bisschen aufräumen hier. Aber nichts drin. Junge, hierher. Junge. Oh, sehr schön. Das sind Skell und Hatti, die Riesenwölfe, die Sonne und Mond jagen. Wo kommen sie her? Wie kamen sie da hoch? Was passiert da am Ende? Sie fressen Sonne und Mond und dann kämpfen alle? Neuer Auftrag. Mehr als nur Mythen. Jeder Schrein birgt die Geschichte eines legendären Riesen in sich. Alle Jötner Schreine finden...
Schreine gefunden, 1 von 11. Die Riesen haben Schreine hinterlassen, die Geschichten aus ihrer Vergangenheit erzählen. Ich habe diese Geschichten geliebt, wenn Mutter sie erzählt hat. Mal sehen, wie viele wir finden. Oh, was leuchtet da blau? Wissen hinzugefügt. Sköll und Hati. Wolfriesen. Sköll jagt die Sonne und Hati den Mond. Was passiert, wenn sie ihre Beute fangen? Es sieht nach einer großen Schlacht aus. Odin, Thor, die Weltenschlange. Könnte es sein? Ach, hier ist auch eine Truhe. Das leuchtet so blau. Haben wir hier oben was zum Runterschwimmen? Nee. Zum Runterholen? Okay, das war's hier. Aber nur, weil ich noch keine Pfeile schießen kann. Das Ding hier kann ich nicht mitnehmen. Aber das kann nämlich explodieren. Und der Stein ist weg. Aber das hier kann ich nicht abwerfen. Oh, aber das da. Ach, guck an, da oben. Na dann. Einmal dich. Und einmal dich. Ich bin Herkules. Ah, nee. Wie heißt der Kerl eigentlich? Kratos. Nicht Herkules. Hacksilber, Hacksilber. Hacksilber. Hacksilber Anmaß. So, Junge, wir sind fertig. Geh mal weiter. Noch mehr Hacksilber. Wir hatten doch eben gerade nochmal extrem viel Dings bekommen. Erfahrungspunkte. Genau, wir haben genug. Halten Sie R2 gedrückt, um einen gnadlosen Spaltangriff auszuführen, der massiven Schaden verursacht. Sagen wir hier, halten Sie R1 gedrückt, um einen Axtangriff auszuführen, der Gegner mehrmals trifft und sie bewegungsunfähig macht. Ein schwerer Angriff, der als Abschluss nach einem Kombo aus leichten Angriffen ausgeführt wird. Drücken Sie zum Ausführen R1, 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 R2. Ich glaube, wir machen das hier. Das kommt gut, denke ich mir. Gerade in der Gruppe habe ich ja gesehen, gerade in dem kurzen Video da als Vorschau, die fliegen alle weg. Ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Warte, sieh nur. Warte auf mein Zeichen. Ganz ruhig. Betrachte ihn nicht als ein Tier. Er ist einfach nur ein Ziel. Mach deinen Kopf frei. Fester Stand. Ruhige Haltung. Ausatmen und loslassen. Ich hab ihn. Gut. Er lebt noch. Oh Mann. Es tut mir echt leid, dass da der arme Hirsch. Ich mir aber auch gleich. Man sieht sich. Dabei sind wir kurz vorm Ende der Aufnahme. Nein. Bring es selbst zu Ende. Ich kann nicht.
Oh mein Gott! Wir haben keine Wahl. Artus Pfeile, drücken Sie Viereck, um Artus Pfeile schießen zu lassen. Halten Sie L2 gedrückt und drücken Sie dann Viereck, um einen bestimmten Gegner anzuvisieren. Gegner greifen Gradus nicht an, wenn sie von einem Pfeil getroffen werden. In der Ecke unten rechts wird die Pfeilanzahl angezeigt, die Artus abfeuern kann. Es dauert, bis verschossene Pfeile wieder aufgefüllt sind. Sag mir, wann ich schießen soll. Wow, ich bin ja schon fast tot. Da hinten gibt's Leben. Was mache ich jetzt? Bin ja fast tot. Okay, ich bin schon tot. Yay! Einmal können wir es nochmal probieren. Bevor ich mit der Aufnahme aufhöre. Ich muss ja sowieso, hab ja sowieso, glaube ich, wieder ein bisschen was geschnitten vielleicht. Dann habe ich dadurch natürlich wieder ein bisschen mehr Zeit. Ah, falscher Knopf. Wow, das war knapp. Alter. Falscher Knopf. Ich will ständig den verkehrten Knopf drücken. Meine Güte! Was ein Monstrum! Okay. Ah,
gesagt, Junge! Ich treffe ihn! Noch. Was ist denn mit dem los? Arme in die Eier und zurück. Oh, ich hänge. Oh, ouch. Hört ihr denn mal auf? Vorsicht, du eher! Ich bin bereit! Fuck you. Nein. Habe ich schon das Leben? Nein, habe ich nicht. Hängt denn schön ab, Kleiner. Darf doch nicht wahr sein. Ey, ich habe gerade mal die Hälfte abgezogen. Wie viel hält der Kerl denn aus? Achso, nee. Ich wollte eigentlich die Aufnahme beenden. Wir sind bei 34 Minuten. Okay, so spannend es auch sein mag, aber das Video ist hier vorbei. Wir sind bei 34 Minuten angekommen und ja, was soll ich sagen, es ist immer noch ein geiles Spiel. Wir hängen jetzt bei einem Troll fest, der natürlich verdammt viel aushält. Wir haben gerade mal die Hälfte abgezogen, aber hat der Kampf jetzt keine Ahnung, wie lange gedauert. Na, eigentlich noch nicht mal 5 Minuten. Aber irgendwie kam mir das jetzt ewig lang vor, aber es ist machbar bestimmt. Es dauert halt nur eine Zeit. Man braucht Geduld. Aber wir kriegen es noch hin. Aber erst im nächsten Video sehr wahrscheinlich. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf meiner Kanalseite, falls ihr noch weiter bei mir Let's Plays guckt. Und könnt mir gerne durch einen Daumen nach oben zeigen, dass es euch gefallen hat. Und ihr dürft mich gerne abonnieren, falls ihr das noch nicht habt. Dann wisst ihr immer im Bescheid, wenn der nächste Teil hochkommt. Und ihr den gar gucken könnt. Gucken. Ja, das war von Lü her Gameplays als Hobby mit God of War auf God of War. Ja, wir sehen uns. Auf Wiedersehen und tschüss.